fühle die Hände von Rittern, die man die Teutschmannte, um die er hier zu befehlen hatte, den nannte man den Kontur. Einer der wüstesten soll er ganz verstochen gewesen sein aus dem Schwabenlande. Und unter ihm soll es sich zugetragen haben. Diese Ernstvorstoffe fiel es beide Kinden auf dem bärigen Hügel ein großes Schloss zu bauen. Die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragt nach keiner von der Jahreszeit der Rotten im Werk. Nicht nach dem Holz und nicht nach der Ernte, nicht nach dem Zelt. Zu dem der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, letzte Nagel geschlagen sein. Barmherzigkeit kannte er keine. Den Bauern gab nicht Blut zumute. Da holte er von Stoff in seine Stelle und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche. Mein Schloss ist fertig. Doch noch eines fehlt. Der Sommer kommt und oben ist kein Schatten dran. Die Zeit eines Monats sollt ihr in den Angeln pflanzen. Sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus der Müllwelt mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, sollt wüsst ihr es mir mit Blut und Blut. Der Hauptzuber. Seid ihr übermütig? Meinen treuen Land einer lassen, nach der